Ja, ich bin der Marc Bütefür und ich mache PR für Ubisoft, also ich betreue die Fachpresse in dem Bereich. Ich bin noch relativ frisch dabei, ich mache das jetzt seit 1,5 Jahren. Aber ich war vorher Redakteur für ein Spielemagazin und für mehrere Spielemagazine und habe dann 7 Jahre als Redakteur gearbeitet, auch als leitender Redakteur. Und dann kam aber ein Zombie vorbei und die kommt aber nicht zur Kamera, oder? Die kommt zur Kamera. Oh Gott. Ich weiß nicht, wenn ihr Angst habt, da kommt eine... Hallo. Alles klar. Und dann habe ich aber sie kennengelernt und wir wollen demnächst heiraten und Kinder kriegen. Und ich weiß nicht, wie die aussehen, aber ich bin ziemlich sicher, das wird eine sehr lustige Mischung. Okay. Vielleicht gehst du einfach lieber weiter und ich mache das Interview zu Ende. Okay. Alles gut. Der eigentliche Teil der Arbeit ist die Betreuung der Presse, also dass ich letzten Endes versuche, in den Fachmedien, mit denen wir zu tun haben und in denen unsere Spiele Relevanz haben, einfach dafür Sorge zu tragen, dass die auch unsere Spiele wahrnehmen und über unsere Spiele berichten. Und in der Praxis bedeutet das sehr viel telefonieren, sehr viele E-Mails lesen und schreiben und gelegentlich auch irgendwo auf irgendwelche Events fahren oder zu Redaktionen fahren, den Leuten die Spiele zeigen oder die Leute zu uns einladen, dass sie bei uns die Spiele sehen können oder eben auf solchen Messen hier rumrennen und Terminpläne. Oh, da kann ich vielleicht mal ganz kurz. Also das hier ist ein Terminplan, das ist ein lustiges Fallspiel. Das hier ist jetzt quasi der Plan für heute, aber das war die erste Seite, das ist die zweite Seite und das ist die dritte Seite. Und ich habe aber noch einen zweiten Plan. Der ist auch groß. Der ist nochmal, aber der ist für die ganze Woche, insofern will ich jetzt nicht angeben. Aber das ist halt nur der Plan für heute. Das ist schon, da hat jemand in Excel sehr viel Spaß gehabt. Das nächste Spiel, was rauskommt, ist Rocksmith. Das ist eine Mischung aus Spiel und Lernsoftware fürs Gitarrespielen. Also bei den bisherigen Spielen, wo man Instrumente, hast du ja Plastikinstrumente gehabt, da hast du halt deine Knöpfe gedrückt und es war ja eher abstrakt. Und bei Rocksmith kannst du einfach jede Gitarre mit einem Klinkenstecker anschließen und kannst dann halt deine echte Gitarre benutzen, um Gitarre zu lernen oder auch Gitarre zu spielen. Wenn man ein zweites Kabel hat, kann man auch zu zweit spielen, entweder beide Gitarren oder auch, was jetzt in der deutschen Version neu ist, einen Bass anschließen. Also kann man auch Gitarre und Bass zusammenspielen. Dann kommt Assassin's Creed, ganz neu, Assassin's Creed 3. Riesengroßes Spiel, größtes Spiel, was Ubisoft jemals gemacht hat. Mit ganz neuem Setting und unglaublich riesiger Umgebung und ich bin sehr gespannt. Die Fans sind extrem scharf drauf und ich bezeichne mich als Fan. Das kommt Ende Oktober raus für Konsole und kurz danach für den PC. Wir haben noch Far Cry, das kommt im November raus, Far Cry 3. Ist quasi wieder ein Zurück zu den Wurzeln. Far Cry 1 hat ja dieses Insel-Setting, Far Cry 2 war dann eher in der Steppe und Far Cry 3 ist jetzt wieder zurück zu dem, was die Fans am meisten gewollt haben, eben wieder dieses Insel-Setting, offene Welt, sehr viel Abwechslung und viel Freiraum zu tun, was man will und auf jeden Fall ziemlich viele verrückte Charaktere. Wir haben noch jede Menge Titel für die Wii U. Ich weiß noch nicht, wann die Wii U rauskommt, aber wenn sie rauskommt, kommen auch Spiele von Ubisoft dafür raus. Wir haben Zombie U, das ist ein Survival-Horror-Spiel, wo du aus der Ego-Perspektive einfach nur versuchen musst zu überleben. Was schon schwer genug ist, denn wenn du stirbst, dann bist du nicht einfach nur tot, sondern du bist auch im Spiel wirklich tot, dein Charakter ist tot. Du musst mit einem neuen Charakter wieder anfangen und kannst dann aber zu deinem alten Charakter hin, der dann als Zombie durch die Gegend läuft und kannst dir dein ganzes Zeug, deine ganzen Ausrüstungsgegenstände wieder zurückholen. Und es nutzt aber sehr schön die Fähigkeiten von dem Wii U-Tablet, dass du halt, wenn du in dein Inventar zum Beispiel reinguckst, dann guckst du wirklich auf dem Tablet da rein. Und auf dem Bildschirm kannst du dann sehen, wie dein Charakter vielleicht hinterrücks von irgendeinem Zombie überfallen wird. Also es sorgt für Spannung. Rayman Legends kommt raus für die Wii U. Ist der Nachfolger von Rayman Origins, ist jetzt mit 5 Spielern gleichzeitig spielbar. Einer hat dann quasi das Wii U Tablet oder das Wii U Gamepad in der Hand und hilft den anderen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, dass die dann halt den Weg weiterhüpfen können. Es gibt aber auch noch jede Menge, es gibt Rabbids Lands mit den Rabbids, wo man sehr viele Minispiele auf so einem, in so einer Art Freizeitpark hat. Es gibt aber auch Sportspiele, den Your Shape oder es gibt ein Just Dance 4, was irgendwie das größte Tanzspiel der Welt ist. Ihr habt hoffentlich noch ein bisschen Zeit, ich bin noch nicht fertig. Wir haben aber auch noch ein Sports Connection, also so eine Art Sportspiel-Minispielsammlung, wo man halt prinzipiell auch gegeneinander sowas wie Baseball spielen kann oder Football, was einem gerade so einfällt. Und mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber wir haben bestimmt noch Tonnen von anderen Spielen. Bluebird ist ja berühmt geworden mit den Anno-Spielen, mit den Siedler-Spielen und die bringen dieses Spiel jetzt vor allen Dingen auch für den Browser raus. Also es gibt ein Anno Online, es gibt ein Siedler Online, ist ja schon sehr erfolgreich, gibt schon sehr lange, ein Silent Hunter Online und ein Might and Magic Heroes Online. Also es gibt wahnsinnig viele Spiele dann in dem Universum, die dann Free-to-Play sind. Also man kann einfach seinen Browser starten und kann sofort loslegen
Und das Faszinierende ist, dass diese Spiele aber jetzt einfach auch einen technischen Level erreicht haben, dass man nicht mehr sofort sagt, naja, so ein Browserspiel, das sieht irgendwie alles immer so zweitklassig aus. Es sieht halt aus wie ein Anno. Es sieht einfach großartig aus, wenn man das zum ersten Mal sieht und man traut sich nicht zu sagen, dass es im Browser läuft. Und das ist halt eine Entwicklung, die sehr spannend zu beobachten ist. Heutzutage ist Multiplayer einfach ein fester Bestandteil, egal bei welchem Spiel. Es ist fast schon unmöglich, einen Multiplayer-Modus wegzulassen. Ein Assassin's Creed wird einen neuen Multiplayer-Modus haben oder einen abgewandelten Multiplayer-Modus haben. Ein Far Cry hat einen gegeneinander spielbaren Multiplayer-Modus, hat aber auch einen Koop-Modus, einen ganz neuen, wo halt vier Spieler gemeinsam sich durch die Insel kämpfen. Zombie U hat einen ganz interessanten Multiplayer-Modus, weil dann quasi ein Spieler quasi so eine Art Zombie-Master ist und dann in einer Spielumgebung Zombies quasi verteilt und der andere Spieler muss sich halt gegen diese Zombies verteidigen und muss halt versuchen zu überleben. Und das ist auch ein Spielprinzip, was du nur so auf der Wii U eigentlich erleben kannst, weil du ja sonst siehst, was der Gegner macht. Und da siehst du es nicht, weil der mit seinem Tablet da steht und dann irgendwie dir die Zombies irgendwie vor den Latz knallt. Und ich glaube, wir haben keine anderen Spiele, es gibt keine Spiele mehr ohne Multiplayer-Modus. Das will doch keiner haben! Ich habe schon wieder in die Kamera geguckt. Ich kann einfach nicht anders. Die Kamera macht mich so an. Ich muss in die Kamera gucken.